Es ist vollbracht. Nach genau 40 Jahren Pause kann man nun wieder einen kompletten Ringzyklus an der Oper Leipzig erleben. Dies gab es hier zuletzt von 1973 bis 76. In den Jahren dazwischen war eine Neuinszenierung einige Male im Gespräch, wurde jedoch stets verworfen. Dirigiert wird der Ring nun von Intendant und Generalmusikdirektor Professor Ulf Schirmer. Bei der Orchestrierung schöpfte Richard Wagner aus dem Vollen. Das Orchester erweiterte er, erfand sogar die sogenannten Wagner-Tuben, welche es bis dato noch nicht gab. Darüber hinaus bediente er sich auch spezieller Soundeffekte. Im Rheingold beispielsweise erklingt nicht nur ein, sondern gleich 18 Ambosse. Die Klänge wurden in einer echten Schmiede aufgenommen und später über Lautsprecher in den Saal übertragen. Der ganze Ring ist gespickt mit bestimmten Effekten, die also auch nochmal die Bühne zum Klingen bringen. In der Götterdämmerung haben wir dann 4 Harfen, eigentlich schreibt er 6 vor, aber ich glaube, da schwebte ihm schon Bayreuth vor und dieser spezielle Klang. Aber 4 Harfen, das ist auch schon was. Und dann haben wir ja hier, die Oper Leipzig, 3 Stierhörner konstruieren lassen, weil uns nichts von dem, was wir so im Bundesgebiet gehört und gesehen haben, befriedigt hat, was diesen speziellen Klang macht. Die größte Herausforderung für alle Beteiligten wird es sein, den kompletten Ring an 4 aufeinanderfolgenden Tagen auf die Bühne zu bringen. Also beim Ring des Nibelungen ist es tatsächlich so, ich kenne es bis jetzt nur mit einem Tag Pause dazwischen, dass das ein Lebenszustand ist, in den man eintritt, und zwar schon Tage vorher. Und auch jetzt merke ich, dass mich das seit Tagen schon beschäftigt hat und eben bis der Ring dann vorbei sein wird, auch weiter beschäftigen wird. Auch für die Sänger wird es eine große Aufgabe, da einige von ihnen in mehreren Stücken besetzt sind. So auch Christiane Libor und Thomas Mohr. Aufgrund der anspruchsvollen Arbeit beginnt die Vorbereitung auf eine Vorstellung schon lange, bevor die Sänger das Opernhaus an jenen Tagen überhaupt betreten. Bei diesen langen Partien ist es tatsächlich der ganze Tag, der mich in Anspruch nimmt. Also ich versuche relativ lange zu schlafen, dann gut zu frühstücken, dann nochmal durch die Rolle zu gehen, einen kleinen Schlaf nochmal, um die Mittagszeit zu nehmen, gut zu essen und dann in der Konzentration eigentlich zu bleiben bis zum Abend, ja. Wenn man wach wird morgens, ist man auch in der Rolle irgendwie. Da bin ich schon beschäftigt. Ich reise ungern an Tagen zum Beispiel. Wenn sie in Loge singen, dann möchte ich gerne morgens vor Ort sein und möchte dann mich auch den Tag darüber darauf vorbereiten. Bei der Besetzung gibt es eine große Besonderheit. Sänger, welche in mehreren Stücken des Rings auftauchen, singen jedes Mal eine andere Rolle. So erleben wir Christiane Libor in der Walküre als Sieglinde und in der Götterdämmerung als Brünnhilde. Thomas Mohr begegnet dem Zuschauer im Rheingold als Loge und in der Götterdämmerung als Siegfried. Dieser Wechsel muss vor allem auch im Kopf der Sänger in sehr kurzer Zeit erfolgen. Ich habe da einen ganz einfachen Trick. Ich versuche mich einfach in die Rolle hineinzuleben und die Rolle zu sein. Also nicht etwas zu spielen, sondern ganz Sieglinde oder ganz Brünnhilde zu sein. Dafür habe ich im Vorfeld ja lange diese Partien studiert, also Götterdämmerung zum Beispiel ein ganzes Jahr, etwas über ein Jahr sogar. Und genauso bei Sieglinde, die ist etwas kürzer die Partie, aber ebenso wertvoll interessant. Der Wechsel vom Loge zum Siegfried ist einfacher als umgekehrt. Wenn man jetzt Siegfried singen müsste, am nächsten Tag vielleicht Loge oder Siegmund oder so. Also die Staffelung ist von ihm eigentlich ganz gut angelegt, vom Richard Wagner. Und es gibt ja Sänger, die singen alle 4 Rollen. Singen den Loge, singen den Siegmund, singen Siegfried und singen Siegfried. Da gibt es nicht viele davon, aber es gibt Sänger, die können das. Der Ring des Nibelungen ist ein Highlight der Musikgeschichte und verkörpert die Krönung eines Opernsängerlebens. Und auch Ulf Schirmer freut sich auf die Vervollkommnung dieses aufwendigen Projektes, welches bereits mit der Premiere von Rheingold im Frühjahr 2013 begann. Es ist eine sehr große Zufriedenheit, es ist eine sehr positive Spannung, schon seit Wochen. Ich merke das auch im Haus. Es hält alle sehr beschäftigt und mich auch. Es gibt immer etwas zu bedenken, ganz abseits vom Dirigentenfach. Ja? Also der Generalmusikdirektor, das ist nochmal was anderes mit den Proben und so weiter. Aber auch als Intendant gibt es dies und jenes zu bedenken. Und es ist ein schöner und aufregender Prozess.